Diese Sitzung wird aufgenommen. Das ist jetzt so unser neuestes Ding, das wir täglich 50 Mal hören, so ungefähr. Diese Sitzung wird aufgenommen. Egal, ob ihr Teilnehmer seid oder sonst irgendwo. So, das ist mein monatlicher, also nicht so ganz regelmäßig, da bin ich ja manchmal auch so dran und denke, oh mein Gott, jetzt habe ich einen Monat fast vergessen. Freier Zoom, den ich so gern mit euch teile. Und am allerliebsten ist mir, wenn ihr ganz viele Fragen stellt. Also macht es einmal, euch alle dehnt euch aus in alle Richtungen, in alle Dimensionen, weit über die Realität drüber hinaus. Was bedeutet, wäre jetzt so meine erste Frage, nachdem ihr, bis auf dass ich das bezahlt habe, das noch für den Being You Facilitator, was bedeutet es für dich, du selbst zu sein? Und ich habe heute, leider habe ich es noch nicht übersetzt, ich habe ein Interview gehabt mit Paven, einer Inderin, ich habe es einen in meine WhatsApp-Gruppe gestellt und das war so, dass sie mir so ganz, ganz viele Sachen sind mir da so bewusst geworden. Weil selbst wenn man ein Interview gibt, ist es manchmal so, wow, was habe ich, oder wie bin ich zu Access gekommen? Und was habe ich vorher schon gemacht, das ich natürlich damals nie anerkannt habe? Zum Beispiel war es so, dass ich vor 30, mehr als 30 Jahren in einer Firma genannt Holding Graz begonnen habe zu arbeiten und dort habe ich mir gedacht, so Datentypistin, Buchhaltung, dann Sicherheitsfachkraft, das waren so die 30 Jahre. Dann habe ich gedacht, möchte ich das wirklich machen? Wenn ich heute so zurückdenke, es hat sich einfach leicht angefühlt, dorthin zu gehen. Und ich bin einfach hingegangen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich dorthin gegangen bin. Ich habe angehabt, so einen Pulli, das hat es damals so gegeben, die waren so nach außen gestrickt. Kennt ihr das noch? Vielleicht? Die waren so, also die Nähte nach außen und die Hose war so. Und ich bin vom Arbeitsamt gekommen und dann war mir ist eh wurscht, ob ich das kriege. So. Und das ist der beste Weg, um das zu bekommen, was du glaubst, dass du nicht bekommen kannst. Seh sich. Und dort haben sie 35 Damen vorgestellt. Und ich habe gehabt damals in Maschinenschreiben, in Stenografie, wenn ihr das noch kennt, das sind diese komischen Kürzel, dann noch so, kennt ihr das auch? Wer im Büro war, genauso Glinde nickt. Also wer viel im Büro gearbeitet hat, was wirklich so, das hast du können müssen fürs Büro. Und ich habe eigentlich den Vierer geschenkt gekriegt überall. Weil ich habe denen gesagt in der Schule, ich und Büro niemals. Also das habe ich schon gewusst. Nur war das ein bisschen ein Weg dorthin, wo ich heute bin. Der erste Beruf war Sekretärin mit Steno, ja. Und es war schon lustig, ne? Teilweise. Aber es war nicht wirklich das, was ich bin. Die Kinder kennt mich ja persönlich. Und dann sagt der Mensch dort, dieser Chef, sagt, dich nehmen wir. Und ich war so, Alter, dem haben sie echt den Helm zuckert, auf Österreichisch. Den haben sie wirklich ins Hirn geschissen, auf Deutsch. Und dann sage ich, habe ihn gefragt, wieso hast du mich genommen? Also irgendwann waren wir dann bei du und das kann ich dir nicht sagen. Du bist noch immer in meiner Abteilung. Und ich war so, okay, wann darf ich dich wieder fragen? Und er sagt, wenn du nicht mehr in meiner Abteilung bist. Und irgendwann habe ich das vergessen. Und so 10 Jahre später, also das ist Being You. Ist nicht immer nur easy. Es ist Being You. Nicht immer nur lustig. Und dann frage ich den 10 Jahre später, sitzen wir bei einer Weihnachtsfeier und ich frage ihn, so, jetzt sag mir bitte, warum du mich damals genommen hast. Und können wir mal alle Eide, Schwüre, Flüche, Lehnseite, Blutseite und alles versteckt zeigt, dass wir wahrscheinlich auch irgendwann einmal in irgendwelchen Lebenszeiten miteinander hatten und wo wir geschworen haben, dass wir uns nie mehr irgendwo begegnen werden am besten, weil wir uns sonst die Köpfe abhacken. Das sind so die Dinge, mit denen sollte man eigentlich anfangen, aber ich vergesse das eigentlich immer. Gut, bei schon ein paar Shorts, Boys and Beyonds.
Und dann frage ich den 10 Jahre später, sag jetzt, bei der Weihnachtsfeier, jetzt kannst du mir sagen, warum hast du mich bitte damals genommen? Ich bin gekommen. Ich konnte weder Maschinen schreiben, noch konnte ich Steno. Oder, ich meine, ich konnte es, aber halt so dieses Adlerflugsystem, wenn ihr mir heute zuschaut beim Maschinenschreiben oder beim jetzt Computerschreiben, das geht so, meine Tochter prüft mich immer, sagt, Mama, schreib einmal. Ich sag dir was an und du musst wegschauen und ich schreibe halt. Ne? Sie sagt, wie kannst du das? Ich sage, das ist nur Übung. Und das ist so wie mit unseren Access-Werkzeugen. Es ist nur Übung. Wenn ihr sie integriert in euren täglichen Alltag, One process a day keeps poverty away. Habe ich jetzt einmal in einem Manual gelesen von vor einigen Jahren. Das war Right Witches for You mit Kerry Glassell, wo ich jetzt den Kurs mit David Kubers übersetzt habe. Genau, 10 Finger blind schreiben ist ganz einfach. Gell? Aber weil man es so oft geübt hat. Und also ein Prozess am Tag hält die Armut ab. In Deutsch reimt sie es halt nicht. Also einen Prozess am Tag. Wie wird es noch besser als das? Was ist sonst noch möglich? Wie habe ich das kreiert? Habe ich mich dann natürlich gefragt, ne? Wie habe ich denn das kreiert? Und dann sagt er, weißt du, als ich dich gesehen habe, habe ich gewusst. Und das waren damals, ne, ich bin ja jetzt 55, und damals waren die alle so um die 40, lauter alte Weiber in diesem Büro. und dann habe ich mir gedacht, wenn ich dich da reinsetze, so wie du gekommen bist, es war mir völlig egal, welche Noten du hast. Ich habe so jemanden gebraucht, der diese Truppe aufmischt. Und ich habe dich gesehen und habe gewusst, das wird der Gaudi. Und das war so, die haben um 9 Uhr am Vormittag, wir haben zwischen 6 und halb 7 haben wir begonnen. Das ist so genau meine Zeit, wo ich aufstehen möchte. Haha. Und ich bin dorthin gegangen. So früh, um 6 war ich dort, oder 5 nach 6 so meistens, damit ich schneller wieder gehen kann und damit ich weniger lange die ganzen Idioten sehe. Und um 9 hat es geheißen, der Kaffee ist zu machen. Auch die Frau Galovic muss das machen. Und ich habe gesagt, wieso, ich trinke keinen. Wenn ich das machen muss, trinke ich halt keinen. Und dann haben die gesagt, trotzdem, auch die Frau Galovic ist sich nicht so schön, das zu machen. Ich habe gesagt, dass ich schön bin, weiß ich. Nur ich koche jetzt nicht für jeden Kaffee. Ich stelle Wasser auf und ich stelle Kaffee. Das lasse ich durchrinnen. Und dann haben die gesagt, nein, du musst auch die Tasse, was ich heute noch wie die Kassen haben, denn für den Herrn Schermann einen schwarzen Tee machen mit einem Löffel Zucker. Für den Herrn Schienagel einen Kaffee, ich glaube, ohne Zucker, mit Milch. Und ich sage, seid ihr blöd? Ihr könnt euch das auch bitte selbst reinschenken. Und der hat mir dann 10 Jahre später gesagt, genau deswegen habe ich dich gebraucht. Wenn du kommst, da ändert sich etwas. Und das habe ich schon länger anerkannt. Nur heute in dem Gespräch mit der Inderin, war das so, wow. Und die ist immer so gesessen und immer so angeschaut und hat gesagt, wow, Margarete, das ist echt cool. Also, was ist es, was ihr seid, was ihr noch nie anerkannt habt und was ihr wirklich so gern sein möchtet, nur um in die Welt zu passen, von, ist ja egal, wo ihr gerade seid, vom Büro, von, was weiß ich, Familie oder was es auch immer ist. Kann man das alles Stern und umkehren. Ihr passt ja sowieso nie. Ich bin ja auf diesem Be Difference Day Wird Programm mit Dana. Das ist es einfach. Ihr seid alle anders. Und niemand von uns passt in die Box von der Realität. Und wenn man sie dann durchkämpfen muss, damit man nicht den Tee für den Herrn Schermann und dann Kaffee für den Herrn Schienagel machen muss, sondern einfach einmal zu schauen, hallo, was ist die Fähigkeit, die ich habe? Wirklich. Und das hat diese Pavin halt so schön gesagt. Sie hat gesagt, Margarete, wenn du kommst, ist dann Chaos? Und ich sage, oh, ups, das habe ich noch nicht anerkannt. Und das war auch zum Beispiel, ich bin ja auch Übersetzerin für Access. Also, approved Übersetzer. Also, wer am Passkurs dabei ist, übermorgen, da hört es mich den ganzen Tag. Es gibt keinen zweiten deutschen Übersetzer, das ist auch selten. Auf alle Fälle ist es so, ich habe angefragt,
ob ich Übersetzerin sein darf. Und ich bin die einzige Übersetzerin, die am Anfang selbst Übersetzung gebraucht hat. Das ist aber so, ich gesagt habe, wow, das habe ich erst vor kurzem anerkannt, weil die Tanja Barth mich darauf hingewiesen hat und gesagt hat, Margarete, weißt du überhaupt, dass du die einzige Übersetzerin bist, die anfangs Übersetzung gebraucht hat? Und ich so, man kann das ja lernen, oder? Ja, das sagst du. Wenn man einfach dranbleibt. Und damals waren halt so ein paar, wenn ihr das kennt, diese Rattlesnakes und CCFBs und wie heißen die anderen, die Elves, die Evil Little Fucks. Also als ich das erste Mal angesucht habe, dass ich auch Übersetzerin sein darf, das war vor ein paar Jahren und vor 2 Jahren habe ich genau den Brandon Watt in einem COB übersetzt, zur Probeübersetzung. Und das ist sofort angenommen worden. Und ich war so, was? Echt? Und damals war halt so ein Elf, also glaubt es nicht, nur wenn die Leute Exes machen, sind sie keine Elves, Rattlesnakes und CCFBs. Also, can't cow, faggot, bitch, das sind ja diese netten Wörter, die man auf Englisch gleich viel leichter sagt. Also, wie heißt das? Fotze, Nutte, auf Deutsch kann ich es meistens nicht so gut. Und die haben gesagt, nein, du hast selbst Übersetzung gebraucht. Dich können wir nicht brauchen, aber ich bin dran geblieben. Ich habe immer wieder gefragt, immer wieder. Und irgendwann war es dann soweit. Also, und wie oft seid ihr so, okay, das ist nichts für mich. Okay, das kann ich doch nicht. Kann man das jetzt alles zerstören und umkehren? Egal, ob es das Geld auftreiben ist für einen Kurs. Egal, ob es was ist, wo ihr wisst, ihr seid großartig drin. Oder egal, ob es was ist, wo ihr nicht einmal wisst, dass ihr großartig seid und trotzdem seid. Kann man das bitte jetzt raus? Fracken, zerstören und umkehren auf 5-9-11. Und das ist wirklich das Ding, was das Du-Selbst-Sein ausmacht. Du darfst dann niemals aufgeben, niemals nachgeben und niemals aufhören. Never quit, never stop, never give in. Also egal, wo ich begonnen habe, es war zu 99%, was ich mir jetzt erinnern kann, außer wie CF werden wollt, weil wir brauchen ja keine Prüfung ablegen. Die Prüfung ist dann CF zu sein. Das war immer einmal ein Nein. Und so bin ich bitte groß geworden. Mein Papa zum Beispiel, also schaut mal, wo eure Eltern waren. Mein Papa, egal was ich gefragt habe, das ist mir jetzt gerade bewusst worden. Indem, dass ich, also wenn ihr facilitiert, das müsst ihr wissen. Wenn ihr selbst facilitiert, facilitiert ihr euch selbst auch immer. Das ist mir nämlich gerade bewusst geworden, mein Papa, jedes Mal, wenn ich nach was gefragt habe oder um etwas gefragt habe, hat er gesagt, nein. Aber ich habe damals schon nicht aufgegeben. Ich habe damals schon immer gesucht, wie könnte es für mich funktionieren? Was müsste ich tun? Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Tun, ich habe lange gedacht, tun ist das, da muss ich hingehen und muss, was ist nie, dauernd arbeiten den ganzen Tag. Oder ich muss irgendeine Aktion setzen. Tun ist einfach was zu wählen. Und wie viele von euch, ich weiß genau, dass ein paar dabei sind, ich sehe sie schon, hätten gern ihren Facilitator umgebracht, wenn er gesagt hat, es ist nur eine Wahl. Wahrscheinlich alle. Ich auch. Als ich in meinem ersten COP war, weil ich war ja in meinem ersten von Baskus gemacht im Juli 2013, meinen zweiten an einem Sonntag im August 2013, Montag den 3., Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Foundation. Die Woche drauf war ich dann beim damals noch Level 2 und 3, damals war es noch 4 Tage, COP mit Dane in Venedig und 2 Wochen später bei Danes zweiter SOP, Symphony der Möglichkeit. Symphony of Possibilities, ja. Muss selber schon aufpassen, welche kurze Ausdrücke wir haben. Symphony of Possibilities in Kopenhagen. Und das Geld damals war für ganz was anderes bestimmt. Für eine Ausbildung zum Yoga-Individualtrainer.
Ich habe dort wirklich viel gelernt. Das möchte ich auch vielleicht jetzt einmal, was nicht, für mich selbst oder für mit in Access irgendwo nehmen. Das ist schon auch cool. Und am Anfang habe ich mir alle Werkzeuge weggeschmissen, die ich vorher hatte. Jetzt mache ich nur mehr Access. Das ist auch so ein Blödsinn. Alles, was für euch vorher funktioniert hat, sieht Linda nicht. Gell? Also, ich habe mal alle meine Engelkarten habe ich auf Zeiten gelegt. Das habe ich weggelegt. Das mache ich nur mehr Access. Weil jetzt bin ich ja bewusst. Alles, wo er lachen muss. Und es geht darum, dass wir Spaß haben und auch darum, verletzlich zu sein. Einmal zu erzählen aus dem Nähkästchen der Dummheiten, die man selbst begangen hat. Und über sich selbst zu lachen und den anderen zu erzählen. Das ist so wichtig. Und dann habe ich irgendwann noch gedacht, ich könnte meine Engelkarten schon wieder verwenden, aber ich darf es nur niemandem erzählen, der Access macht, weil sonst glauben die, ich bin. Weil jetzt bin ich ja bewusst. Jetzt brauche ich keine Engel mehr. Alles, wo ihr das getan habt, gewesen seid oder vielleicht gerade noch macht's. Und wenn es nicht mehr macht, dann seid einfach anerkennen. Good, bad, right, one, but all nine shorts, boys and beyonds. Und unser eines der wichtigsten Werkzeuge ist immer, wir sagen euch nicht, und einige von euch weiß ja, sind auch Bas-Facilitator, wir sagen euch nicht, was ihr seid, was ihr tut, was ihr könnt, sondern wir stellen Fragen und ermächtigen euch zu wissen, dass ihr wisst. Das ist oft eine Frage. Ich war schon mal in einem Kurs mit Andrew Gardella und er macht, Alter, der spinnt. Der fragt die ganze Zeit, was weißt du? Was weiß dein Körper? Und so easy kann facilitieren sein. Und man kann wirklich Tonnen von Geld verdienen, indem ihr den Leuten einfach nur Fragen stellt. Und zu fragen, welche neuen Einkommensströme kann ich heute hinzufügen, an die ich noch nicht einmal gedacht habe. Es war zum Beispiel Good Bad Wildung, Papa Online Shorts, Boys and Beyonds. Und einmal anzuerkennen, dass ihr alle X-Men seid. Und wer noch nie einen X-Men-Kurs gemacht hat, I hardly recommend. Also ich empfehle das unbedingt. Also ich weiß es nur von der Katharina. Katharina hat es mit mir gemeinsam, den habe ich übersetzt dann gemacht. Und das ist wirklich so was, X-Men haben keine komplette Gehirn. So, X-Men haben keine linke und rechte Gehirnfunktion. Das ist ja sowieso eine Lüge. X-Men, oder schaut euch X-Men-Filme an. Corona hat mir so viele tolle Dinge beschert. Ich sitze manchmal mit meiner Tochter, nachdem ich fertig bin mit Übersetzen oder sonst irgendwas, im Bett und wir schauen uns noch irgendwelche Filme an. Harry Potter, X-Men, die Eisprinzessin ist auch ganz cool. Wenn es euch da dazu Spaß gibt, die Eisprinzessin ist ein Wahnsinn. Die hat Fähigkeiten und macht alles zu Eis in ihren Händen. Und in Wahrheit ist das ganz, 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 ganz eine Riesenfähigkeit. Also wie viele von euch verstecken ihre mega geilen Fähigkeiten so, dass ihr sie nicht einmal selbst sehen könnt? Und glaubt, das ist was, ist nicht so gut, das sollte ich niemandem zeigen. Alles, was das ist. Mal das bitte zerstören und umdrehen. Gut, bitte Waldung, Bockbot, Ollen, Schwarz, Boys, Mians. Es war gerade vorher jemand da, also inzwischen eine Freundin, die viele Energy Pools bei mir gemacht hat, auch schon. Und die kommt immer meine Katzen. Also ich bin ja da ganz lustig. Ich habe viele Tiere. Heute haben wir noch mehr Schweinchen dazu gekriegt. Die wollten definitiv zu uns. Also wir haben jetzt Hamster, Meerschweinchen, Vögel, Pferd, Katzen. Leider ist der Hund mit meinem Sohn ausgezogen. Motten. Die haben wir gerade da ganz viele. Und keinen Tau, woher die kommen. Ich suche schon alles durch. Flöhe haben wir Gott sei Dank jetzt gerade nicht. Marge gehabt. Also und alles das ist, wo ihr lachen könnt drüber. So, das macht Facilitieren aus. Also wenn ihr eure Kurse gebt, dann bringt die Leute zum Lachen. Lachen ist das, was am Planeten wirklich was Neues, was mehr ist. Die Scheibenwelt, Fliegen haben wir auch. Ja, die habe ich auch noch. Und die hat meine Katze rasiert und ich bin so daneben, ich bin immer so, ich bin viel zu mitleidig. Und Mitleid ist immer das, wo er den anderen kleiner macht, weil du weißt es ja besser, ne? Ich weiß es ja besser.
sollte man die Katze ja so halten und so kann ich was tun. Und im Endeffekt bin ich nur dort gesessen und habe der Katze ein Leckerli nach dem anderen ins Maul geschoben, damit die endlich aufgehört hat zum Schreien, was mich schon so angegangen ist. Und dann haben wir die Katze eingeschmiert und morgen werden wir sie noch waschen. Und wir sitzen dann draußen beim Glaserl Sekt. Und ich sage, hast du vielleicht schon mal daran gedacht, dass du mit dem echt Geld machen könntest? Und sie so, mit was? Katzenscheren? Dann sage ich, überhaupt. Ich meine, du kommst daher, bringst deine Meerschweinchen, weil ich habe sie von ihr bekommen oder meine Tochter, schneidest denen so selbstverständlich die Krallen, wo die meisten Leute sagen, oh mein Gott, was soll ich denn nur? Die meisten Leute zahlen weit mehr Geld für ihre Tiere, damit es denen gut geht, wie für sich selber. Und überall dort, wo sogar euren Flöhen und Motten besser geht, wie euren Körpern, möchtet ihr das bitte alles zerstören und umkriegen? Die haben alles, was sie brauchen, ne? Weil die nehmen sie es einfach. Good, bad, right, wrong, back, but online, schwarz, boys and beyond. Und ich muss so, selbst so lachen, ich bin nämlich vorher da gesessen, so um 19.59 Uhr, und habe ich gesagt, scheiße, wenn wir was so in Halt reden. Und das ist der beste Anfang. Das weiß ich ja, inzwischen weiß ich das, wenn mir nichts einfällt, worüber ich reden soll, dann seid einfach Space und redet über das, was gerade ist. Leute mögen das, oder wenn von euch tippt es an, dass ich über das rede, was gerade in meinem Leben so ist. Sonst hättet ihr euch wahrscheinlich schon weggeschalten. Und das ist so wichtig. Und einfach du selbst zu sein mit all deinen Facetten, mit den Blödsinnen. Das ist so, jetzt gerade Motten im Haus hab. Oh mein Gott, CF sollte keine Motten im Haus haben. Das ist einmal sicher, ne? Also ich habe Ameisen im Garten, ich habe Schnecken im Garten, ich habe Ohrenzwicker im Haus, Ohrenzwicker, ich weiß auch nicht, seit kurzem. Und Motten, also eine Motten nicht so viel, aber Ohrenzwicker, aber das lässt jetzt gerade wieder nach. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Ich weiß es echt nicht. Ja, und das gilt, gerade zu fragen, und das hat für mich ein bisschen gebraucht, zu fragen, okay, was ist der Beitrag dieser Tiere, den ich nicht verstehe oder noch nicht check? Und manchmal ist es wirklich ein Beitrag. Also alles, was das behindern würde, dass ihr die Beiträge von allem empfangt, von euren Ohrzwicker oder wie die Dinge heißen, von den Motten, von der Katze, die gerade Schuppen hat. Und dann bin ich mit meiner Salbe gesessen, meiner Ringana-Salbe und habe ihr den Rücken eingeschmiert. Und so, also kann man das alles mal empfangen. Also wenn ihr das Geschenk empfangt, dass ihr in Wahrheit seid, wie viel mehr Leute können euch empfangen? Und wie viel mehr seid ihr das Geschenk für andere? Ohne irgendwas zu verstecken. Was ist das Schlimmste? Das Schlimmste, was ihr jemals gemacht oder gewesen seid. Den hat das eine lustige Geschichte. Das Being You Buch habt ihr wahrscheinlich alle gelesen. Er ist als Kind nackt um den Häuserblock oder irgendwo so gelaufen. Und das war für ihn das Schrecklichste, jemandem das zu erzählen. Kein Mensch hat irgendwie irgendwo eine Bewertung über das. Ja, Kinder machen sowas, oder? Oder vielleicht gibt es ja Leute mit Bewertung. Ich weiß nur, dass ich wahrscheinlich einer der wenigen oder nicht einer der wenigen bin oder eine derjenigen bin, die oft so sagt, so was, ist doch wurscht. Und im Großen und Ganzen kann mich, gerade meine Tochter, die kann mich schon aus der Reserve locken. Und dann reagiere ich auch. Also auch die Margarete reagiert. Aber wenn sie schon bald 8 Jahre Exes macht. Und was, wenn da auch nichts falsch drum wäre? Alles, was das behindern würde, dass ihr nach wie vor Ansichten haben dürft, dass ihr reagieren dürft und dass ihr nachher sagt, oh, eigentlich hätte ich jetzt in Action treten sollen. Kann man das alles zu stehen und umkehren? Gut, but right on top of all nine shorts, boys and beyond. Und das war für mich, wow, was? Ich rede schon eine halbe Stunde. Für das, dass ich nicht gewusst habe, was ich reden soll. Gut, mit Waldung, Popot, Online, Shorts, Boys and Beyond. Und was ist wirklich du selbst zu sein für dich? Stellt euch einmal vor, ihr wacht in der Früh auf und ihr habt das lange gemacht. Oh mein Gott, ich muss was übersetzen. Oh mein Gott, ich muss schauen, wir haben geschrieben, die, auf der anderen Seite der Welt ist es ja immer wieder finster. Ne? Die schlafen und da, weil ich schlafe, schreiben die wieder und umgekehrt. Was wäre, wenn sie in der Früh einfach aufsteht und sagt, wow, gibt es ein Gefühl von Dankbarkeit, einfach nur am Leben zu sein und einen Körper zu haben?
Und das wäre Imagine, kennt ihr das Lied vielleicht? Das ist irgendwer schon so alt wie ich. Imagine von, wie hat der geheißen? Anna von den Beatles. John Lennon. John Lennon, genau. Imagine. There were no people to fight. Also stellt euch vor, ihr müsst jetzt mit niemandem kämpfen, zustimmen, reagieren. Stellt euch einmal vor, das wäre immer diese Situation und kein Problem. So dieses Gefühl von Frieden und Freude zu haben. Stellt euch vor, ihr würdet es nicht bewerten. Keine einzige Wahl, die ihr jemals gemacht habt. Oder die Wahlen der Leute um euch herum. Imagine. Ihr fühlt euch wirklich gut. Und ihr braucht nichts zu tun, um sicherzustellen, dass euch jemand mag. Das ist eine der Energien von Being You. Ja, da geht es nicht um Erfolg zu haben. Ich bin ja, also Joy of Business Facilitator habe ich inzwischen ja auch, oder schon länger, auf meiner Webseite. Und Being You, ich hoffe, das geht sich die Woche noch aus. Das ist die Energie von Being You, von du selbst zu sein. Wenn du aufhörst, der Effekt für die Welt zu sein, dann bist du nämlich im Kontrollsitz. Und dann weißt du, du kannst jede Situation ändern. Öffnet euch einmal für mehr Frieden, der Freude, Freude des Friedens. Das sind die Dinge, die so viel mehr machen, dieses Lachen, der Frieden, der Freude. Und sich nicht mit jemandem zu vergleichen. Ich kenne das super. Ich lese gleich. Ihr könnt zurück reinschreiben und ihr könnt euch auch laut schalten. Ich bin jetzt dann gleich einmal still. Ich habe mich verglichen am Anfang immer mit Susanna Mittermeier. Ich dachte, boah, die ist so super. Bis Susanna dann einmal auf mich zugekommen ist und die Tanja Barth und sie sagt, Margarete, könntest du einfach du selbst sein? Und niemand von uns ist gleich. Jeder facilitiert anders, jeder ist anders. Sei einfach der Unterschied, der du bist. Die haben das sogar bemerkt, beide. So, Tanja Barth hat mich dann am Anfang im Angerufen vor vielen Jahren gesagt, du, die Leute, wenn du keine freien Zooms gibst, und ich dachte, scheiße, Zooms, wie machen das? Heute kennt jeder Zoom. Vor allem die letzten paar Monate. Diese Sitzung wird aufgezeichnet. Vor allem da, ne? Was kannst du wirklich tun und sein? Und sein bedeutet eben nicht, dass du dauernd arbeiten musst. Das ist mir wichtig. Schau mal, was hat sie auch geschrieben? Wenn ich mir eine Frage stelle mit Wahrheit vorne dran und es kommt bei mir ja und nein, keine andere Energie, wie kann ich damit umgehen? Ist es deins? Gute Frage. Ich habe, das ist mir zwar schon selber auch passiert, bloß es ist mir auch schon bei anderen passiert, wenn die nicht wissen, was sie wählen sollen und ich dann die Frage, fragen wir heute dann einfach mal Wahrheit, wenn ich bla bla bla, ja oder nein, und dann ist bei beiden Malen bei ja und nein, nur da kommt jetzt gar nichts. Also ich frage dann meistens, ist es überhaupt meins? Weil manchmal haben wir so viele Dinge im Kopf, dass wir glauben, das ist unseres. Und dass wir glauben, wir müssen das und das machen. Sondern frag einfach, welche Frage kann ich hier sein, die mir mehr Klarheit gibt? Und dann auch nicht nach einer Antwort suchen. Also das mit einem, um Antwort zu suchen, ist immer, das nimmt uns raus aus der Frage, aus der Wahl, aus dem Sein. Dann können wir nämlich nicht wahrnehmen, was wirklich möglich ist. Und ja, das ist beim Kurs, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, soll ich jetzt da hinfahren zu dem Kurs oder nicht, und dann denke ich mir, okay, stellen wir jetzt die Frage, Wahrheit, ist der Kurs ein Beitrag für mich, ja oder nein, und bei beiden Male rührt sich nichts. Was mache ich dann?
Wie wird mein Leben in 5 Jahren sein? Also das war die Frage, die mir damals der Facilitator gestellt hat, als ich meinen ersten Foundation gegangen bin. Und es war eigentlich unmöglich, dorthin zu gehen, weil ich bin ja noch angestellt gewesen und ich habe nicht einfach so Urlaub nehmen können im August, wo eh schon alle Urlaub waren. Und ich gesagt, wie wird dein Leben in 5 Jahren sein? Und manchmal ist 5 Jahre zu kurz. Manchmal ist es, Gary stellt sogar Fragen, 5 Jahre, 10 Jahre, 100 Jahre. Ja, genau. Das bringt aber trotzdem nichts, habe ich schon, hab ich auch schon gehabt. Und es geht um einen Kurs? Und, ja, nicht immer, es ist halt jetzt nur ein Beispiel und einfach nichts. Ist der Kurs wirklich für dich? Da müsste ja bei Nein was kommen, oder? Dass sich die Energie da zeigt, dass es schwer wird oder sonst was. Oder merkt man das dann gerade nicht, weil man im Verstand ist und selber keine logische Antwort hat und dann reagiert man weder auf Ja und noch Nein oder Nein? Ja, dann sitzt man dann und sagt, jetzt müsste ja was kommen. Es kommt nichts. Und wie viel ist man dann, also alle Barrieren, oft ist es auch wichtig, alle Barrieren runter und gerade jetzt in unserer lustigen Zeit wirklich, jetzt kommt noch was. Jetzt bist du raufgesprungen. Hat sich schon was bewegt? Sekunde ist nach oben gekupft. Na, einfach zu fragen, ist das wirklich was, was ich... Nein, ich würde ganz was anderes sagen. Was würde ich jetzt sagen? Das war's. Frage ich aus der alten Realität? Oder aus der jetzt? Weil manchmal machen wir die alte... Also alles, was vor Corona war, das kann alles knicken. Das ist weg. Diese Realität gibt es nicht mehr. Und alle Leute, die sagen, ich möchte es gerne wieder so, wie es vor Corona war, es wird nie mehr wie vor Corona. Zum Glück. Zum Glück, ja. Zum Glück. Und ich weiß noch, mit Siglinde, da waren wir an... Das war ganz am Anfang von Corona, wo Siglinde so schön gesagt hat, ich nehme das so wahr, das ist so ein Beitrag, das ist Coronavirus, das ist so lieb und nett. Das kann ich mich noch gut erinnern. Ja. War für mich auch so. Ja. Überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Nein, überhaupt nie. Also suchst du noch Referenzpunkten aus der alten Realität, wie du gewählt hast, anstatt dass es jetzt viel schneller geht, vielleicht? So, welche alten Realitäten können wir jetzt fracken? Ich habe halt den Frack mit denen versäumt. Den habe ich voll vergessen. Können wir das jetzt bitte fracken und alles, was man so rausgeschoben hat. Es ist also, ich war jetzt gerade im BMU-Kurs und habe die Infinite Possibilities mit Gary und Dan übersetzt, welche unendlichen Möglichkeiten jenseits der Realität, ob es jetzt mit Tieren ist, ob es wirklich mit deinem Job ist, ob es mit deinem Business ist oder was es auch immer ist, sind jetzt wirklich zur Verfügung, die du noch nicht sehen kannst und schon gar nicht greifen kannst und schon gar kein Bild davon haben kannst. Alles, was das ist, kann man das bitte zurückschicken, zerstören und umkehren. Und, was oft wichtig ist, man kann nicht alles pocken potten. Manchmal ist es wirklich wichtig, zu sagen, alles, was das ist, revoke, resent, reclaim, renounce, denounce, destroy and uncreate, all of this. Also einfordern, abschwören, aufkündigen, zerstören und umkehren. Und all deine Kraft, Macht und Potenz, die du irgendwo abgegeben hast, oder wahrscheinlich jeder von uns, oder sicher jeder von uns, wieder einfordern. Good, bad, right, on, but online shorts, boys and beyonds. Und das ist manchmal wirklich wichtig. Nicht nur zu Bock und Boden, sondern zu sagen, klar, die Wahl, aber wirklich zu sagen, hey, wo habe ich da abgegeben? Was muss ich wieder einfordern? Was muss ich wieder zu mir nehmen? So wie Harry Potter im Endeffekt. Also den hat es letztens so schön gesagt, überall dort, wo er noch aus der alten Realität oder wir noch aus der alten Realität kreieren, das gerade mit dem Stefan Mayer habe ich das vor kurzem einmal gehabt, dass ich gesagt habe, halt, ne, mir beschwert heute über irgendwelche Scheiße, die nicht funktioniert. Und er hat gesagt, Margarete, kriegst du aus der alten oder aus der neuen Realität? Und ich sage, okay, alte Realität, gut, alle Hintertüren schließen. Wie wenn ihr im Cockpit sitzt und abgeschossen wird ins Weltall. Alle Hintertüren schließen und einfach den Knopf drücken. Und das ist so, wer Harry Potter noch nie gesehen hat, die gehen ja immer durch eine Wand in ihren Zug.
Und Dan sagt, ja, und dann seid ihr im Hogwarts Express. Ich habe so lachen müssen, ich habe kaum übersetzen können. Bin fast gestorben, bin fast zu meinem Sessel gefallen, deswegen haben wir jetzt einen mit Lehne gekauft. Und der gesagt, und dann sitzt ihr in diesem Hogwarts Express und ihr schaut noch immer, wie ihr kreieren werdet, hinter der Wand. Ich dachte, scheiße, alles klar, sicher. Also sind die unendlichen Möglichkeiten hinter der Wand oder sind sie hier, jetzt, präsent zu sein? Also wenn man das jetzt alles so schön und umklären kann, wie schaut es dann aus mit dem, wonach du fragst? Gut, bei diesem Raum. Ja. Also das ist wirklich was, was mir urgeholfen hat. Wenn man, Wahnsinn. Oder wo, ich glaube, ich habe es ja in die Dachgruppe gestellt, ob ich es jetzt auswendig kann. Also überall dort, wo man schon Probleme erfindet, um die Lösung für das Problem zu haben, das noch gar nicht existiert, damit die Lösung da ist, wenn das Problem auftaucht, das gar nicht aufgetaucht wäre, wenn man nicht schon die Lösung gesucht hätte. Kann man das alles zerstören und umkehren? Kannst du das nochmal sagen? Das glaube ich gar nicht. Na gut, ich weiß nicht, ich kann schon, aber schreibt das euch raus dann. Ich habe es ja aufgenommen. Also überall dort, wo man schon die Lösung für ein Problem sucht, na, geht nicht mehr. Das ist schon weg. Doch. Aber das war so, ich glaube, ich habe es natürlich noch ein bisschen anders gesagt, wie Gary und Dan das gesagt haben. Das war für mich so, yes, was na. Und das ist dieses Inventing Problems, dieses Erfinden von Problemen. Und wie vielen von euch geht es in Wahrheit viel zu gut? Oder, na gut, sagen wir so. Und wenn wir einmal einen Tag hätten, wo wir uns nicht, ich meine, ich bin kein Dermann-Mensch, aber im Garten, ich setze mich gerne in meinen Garten. Ich habe jetzt viele Kurse einfach in meinem Garten gehört oder mein Energy Pool gebe ich manchmal in der Früh im Garten jetzt. Das mache ich nämlich gerade in der Früh, das ist auch cool. Ich bin ja kein Frühaufsteher, aber das mal. Also das einmal wahrzunehmen. Na, wie viel anders ist das? Und wirklich jedes Mal, wenn ihr schaut, okay, das funktioniert nicht so, wie ich es gerne hätte. Ey, ist das, kreiere ich jetzt noch immer aus den alten Referenzpunkten und sitze im Hogwarts Express und habe die Handbremse angezogen? Und ich noch ganz fest, dass der Arm schon wehtut? Alles, was das ist, kann man das bitte zurückschicken? Hinter die Mauer und dort lassen. Good, bad, right, wrong, bock, bad, all nine, schwarz, boys and beyonds. Und ja, dieses einfach anders, zuzugestehen, anders zu sein. Ursula, was auch, ich möchte unbedingt aus D weg und schaffe es nicht. Ah, Cornelia, passt das so für dich? Danke dir, ja, sehr. Sehr gerne. Ursula, was meinst du mit D? Deutschland. Also aus Deutschland. Ich habe schon gesagt, die Mauer kann es nicht sein, was wäre ja M. Nein. Kannst du jetzt mit D? Okay, wo möchte dein Körper hin? Du als unendliches Wesen kannst du überall hin. Mein Körper möchte nach Schweden. Okay, und was müsstest du institutionieren, um dorthin zu kommen? Entweder ausreichend Geld. Es gibt ja Vorschriften, wenn man dort einwandern möchte. Da musst du gewisse Summe an Geld mitbringen oder aber dort eine Arbeit haben. Okay, und was müsstest du heute, weil es ist ein bisschen spät vielleicht für die Realität, aber was müsstest du in dem Fall tun? Ich müsste vor allen Dingen hier loslassen können. Das ist oft einmal das Allererste. Hier, wo du bist, loslassen. Das ist immer nur schnell. Skype habe ich nicht leise geschalten. Jetzt piepst das die ganze Zeit. Was hindert dich daran, loszulassen von dem oder was du, wo du jetzt bist? Gute Frage. Nächste Frage. Ich kann dir sagen, was es ist, ja, was mich hindert. Aber warum? Also es sind meine Eltern, die
wo ich der Meinung bin, die interessante Ansicht habe, dass sie mich brauchen. Okay. Könntest du. Ich meine, das aber ist warum ich das nicht loslassen? Bitte? Wie alt sind deine Eltern? 85 und 81. Und können sie ohne dich? Aus welchem Grund? Nicht mehr. Weil sie ständig krank werden, weil sie dies und das und jenes nicht mehr alleine schaffen. Du hast schon einen schlichen Weg, oder? Wie viel manipulieren dich deine Eltern? Wären die gesund, wenn du nicht da wärst? Den Verdacht habe ich schon manchmal. Also ich habe, das war jetzt das Erste in meinem Kopf so. Also wenn wir nur genug krank sind, dann bleibt sie bei uns. Mhm. Alles, was das behindern würde, dass du auf diesen Trick 17 nicht mehr reinfällst, kann man das zur Stellung dunkeln? Ja. Gut, but right on Bock, but online Shorts, Boys and Beyonds. Und wie viel und wie lang hast du die Elternrolle eingenommen? Viel und schon sehr lange. Ja. Müsstest du vielleicht die loslassen? Ja. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Alles, was das behindern würde, kann man das zerstören und dunkeln? Ja. Gut, but right on Bock, but online Shorts, Boys and Beyonds. Und wie viele Lebenszeiten war es einmal so rum und einmal so rum und einmal so rum und einmal so rum, um den anderen, um die anderen festzuhalten? Viele. Viele, ja. Also können wir alle Eide, Schwüre, Flüche, Lehnseide, Blutseide und das ganze versteckte Zeug und alles, was da irgendwo drunter ist, jetzt revoke, resent, reclaim, renounce, denounce, destroy and uncreate all of this, please. Also einfordern, rückfordern, absperren, aufkündigen, zerstören und umkehren und alle Macht, Kraft und Potenz wieder zu dir nehmen. Ja. Gut, but right on, but online shorts, boys and beyonds. Ich habe nämlich so eine Oma gehabt. Die ist immer krank geworden, wenn meine Eltern auf Urlaub gefahren sind. Das heißt, sie haben x-mal Urlaub absagen müssen. Und bis ich ihnen dann einmal gesagt habe, erzählt es ihr einfach, wenn es Koffer packt, dann hat es nicht mehr Zeit zum krank werden. Die ist nie mehr vorher krank geworden. Nie mehr. Wissen die, dass du gerne nach Schweden möchtest? Ja. Ah, okay. Sag ihnen, ich werde immer und ewig bei euch sein. Also ihr müsst unbedingt gewillt sein, sowas von zu lügen. Okay. Das ist ja nicht gegen die Eltern, sondern es ist, die können ja, die werden ja damit auch frei. Es ist für mich. Und es ist vor allem für dich. Mhm. Okay. Also ihr müsst bereit sein zu lügen. Ich bin groß geworden damit, dass Lügen eine der Todsünden ist, sozusagen. Alles sagen, ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das, solange dir Gott helfe und schwöre und was weiß nie, was für Blödsinn es gibt. Alles, was das ist, das dich dann zurückhält und behindert und niemals dich selbst sein lässt. Weil die Wahrheit von heute ist die Lüge von morgen oder die Lüge von heute ist die Wahrheit von gestern oder wie auch immer. Alles, was das ist, alles, was da dich verstrickt hält, ja, revoke, reset, reclaim, renounce. Also da geht es wirklich viel um wieder einfordern, absperren, aufkündigen, zerstören und umkehren. Alle Eide, Schwüre, Flüche, Lehnseide, Blutseide, das ganze versteckte Zeug und alle Ablenkungsimplantate, die da am Laufen sind. Und alle Schickius, die da drunter sind, und alle Quantenpartikel, die das am Platz halten, und alle Möbiusstreifen, kennen Sie die, so wie die liegende Acht, die das alles am Platz hält. Mal das zerstören und umkehren. Gut, but right on, but online shorts, boys and beyonds. Und es ist natürlich auch eine Wahl. Aber es braucht vielleicht ein bisschen so ein Manipulieren. Eine Frage allein zu stellen, ist ja schon Manipulation.
Meine Tochter zum Beispiel, die ist super. Also es ist einer, von der könntet alle noch lernen. Ich lerne täglich von ihr. Sie wollte heute nicht in die Schule gehen. Und die Presse haben gesagt, nein, diesen einen Tag schaffst du. Also jetzt gibt es nur 3 Tage die Woche. Wo ist sie denn jetzt hin? Die Ursula. Jetzt finde ich sie nicht mehr am Budget. Ah, da. Und dann hat es einen Sturm bei uns gegeben. Und ich habe einen Baum über unserem Swimmingpool. Und das muss ich irgendwie, was muss ich da jetzt verändern? Und dann waren so viele Blüten in diesem Swimmingpool, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich nochmal runtergehen, das alles auscashen. Im Regen, weil sonst ist die Pumpe verstopft. Ne? Und dann sagt sie, Mama, wenn ich das jetzt mache, kann ich morgen zu Hause bleiben. Ich mache das ganz allein. Du brauchst nichts mehr tun. Nur wir wissen beide, wenn wir uns manipulieren. Und ich bin gesagt, okay, aber alles und morgen auch. Und sie hat es auch gemacht. Und es war keine Manipulation, die gegen einen von uns beiden gewesen wäre. Der Tag, also es waren 2 Stunden halt in der Schule außerdem. Hilft das? Ja. Super. Absolut. Danke. Gerne. Okay. Und wenn ihr irgendwo kleinere Kinder, also kleinere, alle Kinder manipulieren und seid wieder wie die Kinder. Wer von euch hat nicht euren Papa, die Mama manipuliert? Ich habe genau gewusst, meiner Mama muss ich so kommen. Oder mit Geld, das fällt mir jetzt gerade ein, weil du auch gesagt hast, wegen Geld. Welche Ansicht hat deine Mutter oder alle eure Mütter über Geld? Und welche Ansicht hat euer Vater über Geld? Zum Beispiel meine Mutter hat immer gesagt, das ganze Geld, das muss in der Familie bleiben und wir müssen schauen. Und die hatten immer Geld. Die haben wir so nebenbei einmal um 100.000 Euro ein Schlafzimmer da dazu gebaut beim Haus. Die hätten nicht ihr letztes Geld für ein Zimmer ausgeben. Und mein Papa war immer so, leben und leben lassen. Also dann schaut euch wirklich alles an, wie funktioniere ich mit Geld? Mehr wie die Realität meiner Mutter, mehr wie die Realität meines Vaters. Und in meinem Fall, bin ich erst vor kurzem draufgekommen, ist das ein absolut getwistete, also so verstricktes Ding. Ja, dann will man gerecht werden, dem, wie die Mutter ist, dem, wie der Vater ist und wie soll das funktionieren? Ne? Wenn der eine so war, poh, leben und leben lassen und dann war so alles unseres. Und niemand mehr zählen. Bei uns durfte nicht geredet werden am Mittagstisch, wie viel meine Eltern verdienen. Die haben damals vor, die sind auch über 80, die haben vor 30 Jahren damals in Schilling, was weiß nicht, 70.000 Schilling verdient. Das müsst ihr euch selber umrechnen, in Mark oder was das damals war. Und das war damals ein Wahnsinnsgeld. Ne? Und dann kommt das. Der eine sagt, leben und leben lassen. Und der andere sagt, alles unseres. Müssen immer schauen. Das ist der absolute Wahnsinn. Schaut, wie geht das? Könnt ihr euch echt immer wieder anschauen. Wie funktioniert meine Mutter oder wie hat meine Mutter mit Geld funktioniert und wie mein Vater? Und immer wenn es zu Geld kommt, da zu fragen, wer bin ich denn? Wer, was, wann, wo, warum bin ich hier überhaupt? Und das ist echt. Und da immer wieder zu fragen, wie kann ich über meine Eltern drüber hinauskriegen? Und sogar über die Ansichten. Kann ich noch eine Frage stellen? Ja. Also ich habe also zur Zeit immer so, also ich mache ja den Energy Pool mit und ich mache immer da diesen Exit Stage Left morgens, also barfuß im Garten, oder? Mhm. Und also brutal, also gestern und vorgestern war das, glaube ich, da war mein rechtes Bein war komplett wie taub, wie gelähmt. Also ich habe dann halt, also, weißt du, was ist das? Nämlich so stark die Erde war. Ich habe dann halt voll 1, 2, 3 und Exit Stage Left. Ja, also das muss euch ja ganz bewusst sein. Diese Desertifikation, also dieser Prozess der Verwüstung der Erde, das heißt, wir sind alle die Erde auch,
wir werden ja irgendwann wieder zur Erde, egal ob verbrannt oder begraben oder sonst irgendwas, also die Körper. Und die Körper nehmen oft so viel wahr, was die Erde gerade hat. Und bitte, das ist ja ganz wichtig, regeneriert euch nicht, sondern kreiert euch neu. Die Erde regeneriert sich gerade nicht, sondern die Erde kreiert sich gerade neu. Das ist ja wichtig. Und wenn sowas ist, es hat mir, Susanna Mittermeier hat mir sowas einmal erzählt. Das war kurz vor dem. Weißt du, ein Erdbeben war oder was da war? Genau. Also, wenn irgendwo, und wir wissen es ja dann oft, hören wir es nicht in den Nachrichten, dass irgendwo ein Erdbeben war oder Vulkanausbruch oder sonst irgendwas. Und wir glauben dann mit unseren Körpern, ah, wir müssen die Erde heilen und retten. Lass das einfach abschließen. Ja, also du machst halt einfach 1, 2, 3 und genau, 1, 2, 3 sind da super. Und einfach der Erde sagen, hey, ich gebe alles, was du selbst machen kannst, gebe ich wieder ab. Weil ja. Es ist gleich, wie wenn ihr dem Nachbarn helfen wollt, oder nein, ein ganz gutes Beispiel, das jeder versteht, ist, wenn du jemanden einen Fisch gibst, weil er hungrig ist, anstatt ihn leerst zu fischen, wird der immer wieder kommen müssen. Ja. Und wenn du den leerst zu fischen, also wie du das abgibst an die Erde, ist es viel einfacher, wie immer die Erde zu heilen. Und wir sind humanoide, sind einfach so getrickst, gepolt, was weiß ich, wie man das sagen soll dazu. Wir möchten immer gern helfen. Aber es bringt nichts. Ja, also ich kann eh nicht mehr machen in dem Fall, oder? Wie 1, 2, 3 und existiert. Und was ganz wichtig ist. Weil das war brutal intensiv. Also ich. Ja, nein, die weiß, dass du ja sehr, also alle sehr viel wahrnehmen, aber die kenne ich halt auch schon recht gut. Das ist wirklich wichtig, das an die Erde abzugeben und zu sagen, wow, wir heilen die Erde weit mehr, wenn wir es abgeben, wie wenn wir es auf uns drauf bicken haben. Und was noch wichtig ist, was ich vorher so sagen wollte, ist, wenn es wirklich etwas ist, wo der Körper irgendwas hat, das heißt nicht, dass alles bitte nur mit Körperprozessen geht und nur 1, 2, 3 oder mit Entitäten klären oder ich bin mehr ich selbst. Manchmal, bei mir war es in den letzten 7 Jahren ein einziges Mal, habe ich wirklich ein Medikament gebraucht oder mein Körper. Das dann tut es nicht mit 1, ich habe auch, ich, nein, das mache ich schon. MTVSS waren. Ja, zusätzlich hat das super geholfen. Ich war, anstatt wie der Arzt gesagt hat, 9 Tage im Spital, 3 Tage im Spital oder 4. Die haben gesagt, bitte, wie ist denn das gegangen? Aber es sind von meinen Freundinnen sind gekommen, die haben MTVSS bei mir gemacht und viele andere Dinge. Und ich habe das bei mir laufen lassen. Aber manchmal braucht es auch, wenn der Arm weghängt, sagt es nicht, Cellular Memory, run alleine. Das ist einfach dämlich. Da braucht es einfach, wenn der den Arm wieder einrichtet und dann gibt's. Wir haben super geile Werkzeuge, aber manchmal braucht es einfach auch was. Danke. Ich schalte stumm, also ich schalte jetzt meinen Pinsel stumm. Oh Gott. Ich habe noch eine Frage, Margareta. Ja, gerne. Eine kann man noch machen, weil ich muss dann noch übersetzen. Gibt es irgendwie, du bist ja ein bisschen besser informiert, gibt es irgendwelche Ideen, dass die neuen Trainings mal wieder gemacht werden auf der neuen Realität? Ja, also Gary und Dane hat jetzt ganz viel darüber geredet in dem letzten Being You, der gestern aus war, gesagt, wenn wir nur endlich einmal aufhören würden mit unseren Erwartungen, Projektionen, Separationen, Bewertungen, dass die Ansichten, die wir haben, dass das nicht funktioniert, diese neuen Trainees. Wir haben da tatsächlich irgendwo drunter liegende Ansichten, dass wir nicht von A nach B kommen können ohne Flugzeug. Und wie viel, ich habe mich oft gefragt, ich fahre relativ gern Auto. Also was ist meine Ansicht? Dass ich gern Auto fahre, dass diese Kapazität der neuen Trainees bei mir zum Beispiel, jetzt, wenn ich übersetze,
Die Sätze sind ja nicht gleich in Englisch wie in Deutsch. Manchmal muss man ja die Grammatik umstellen. Ne? Mhm. Du weißt automatisch, was jetzt kommt, und du hast den Satz gleichzeitig fertig. Und den sagt immer da drinnen in unseren, also jetzt gerade nicht, in unseren Boots, diese Boxen, wo wir immer drin gesessen sind, dort sitzen unsere 9 Trainees. Mich interessiert mehr, Stefan hat gesagt, ich spiele mit der Zeit ein bisschen sehr rum. Ja, ich spiele mit der Zeit herum und ich kann damit nicht umgehen. Die Ergebnisse sind echt schräg. Ja, okay. Und wenn die Ergebnisse nicht schräg werden, sondern einfach das, wie kannst du die Fähigkeit mehr einsetzen, diese Nein-Trainings mit der Zeit? Also zum Beispiel das mit der Zeit ist so, wir dehnen den Raum. Mhm. Ja, wir machen nicht die Zeit anders, sondern wir dehnen den Raum. Das ist das Raum, Zeit und Materie, Geld ist ein Konstrukt. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwo zu spät bist, ne, was du hast ja schon einige Kurse gemacht, wenn du jetzt irgendwie zu spät bist, dann dehn den Raum. Mhm. Ne? Und das machst du vielleicht, und manchmal, das ist wie ein Zauberlehrling. Naja, es funktioniert nicht immer. Ja, es funktioniert nicht so, wie immer, wie man es gern haben möchte. So wie, und dann geht das Wasser noch immer mit dem hin und her. Ne? Also einfach weitermachen. Deswegen war ja diese Frage, ob er demnächst was macht, weil das wird langsam unheimlich, was hier abgeht. Also ich habe, lustig, dass du das fragst, ich habe so das Gefühl, dass demnächst wieder mal ein 9-20-Kurs sein kann. Also so wie er letztens geredet hat. Und es ist jetzt gerade einer, aber der läuft schon zeitlang mit Silvia Puentes. Aber der wird, glaube ich, nicht auf Deutsch übersetzt, weil es hat sich niemand angemeldet auf Deutsch. Sonst hätte ich den übersetzt. Aber ich hätte jetzt auch nicht Zeit gehabt. Ja. Ich hätte wirklich den Raum dehnen müssen. Nicht nur ein bisschen. Ja. Nur diese neuen Trainings, das ist ja nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern es ist ja ein Konglomerat. Und dieses Konglomerat, wenn du einerseits in der Zeit rumspielst und andererseits in den Dimensionen rumspielst und noch ein bisschen an der Technik irgendwas machst, wovon du nichts weißt, dann gehen einfach die Bezahlungen nicht mehr durch. Okay, ja, dann musst du bitte die Algorithmen für die Technik wiederherstellen. Der Basiskurs, den mit brennendem Wert, habe ich 4-mal bezahlt. Oh. Damit einmal wirklich bezahlt worden ist. Was allerdings auch war, die Katharina und ich haben das gehabt. Manchmal, also macht's euch, manchmal ist wirklich die Access-Webseite, die hat was. Manchmal. Also in deinem Fall ist es ja dann durchgegangen. Aber bei mir und bei der Katharina sind zum Beispiel hinten dran irgendwelche Zahlungen gesessen und der blaue Balken ist einfach durchgeflutscht. Und es ist wirklich nicht gegangen zu bezahlen und es hat Access reparieren müssen. Die Profilseite, diese knapp 9 Euro pro Monat, ist auch nicht durchgegangen. Ein Lieferant hat 10 Euro nicht bekommen. Es ist sowas von schräg. Okay, dann mach wirklich alles, was behindern würde, dass ich die neuen Trainings einsetze zum Kreieren, zum Generieren, anstatt um mir zu beweisen, dass ich es wieder reparieren kann, kann man das alles zur Stelle dunkeln. Gut, mit Waldung, Bockbot, Online, Schwarz, Boys, Symbiont. Aber es ist nichts anderes. Ne? Wir sind ja noch immer noch an der Spitze des Eisbergs. Wir sind ja noch, da geht noch viel mehr. Natürlich. Ja. Nur so schwierig muss man es sich doch wirklich nicht machen. Ja, und frag einfach, wie kann ich es mir einfacher machen? Das ist eine ganz eine simple Frage. Wie kann ich es mir einfacher machen? Wie kann ich ganz einfach die 9-20s sein? Hm. Nämlich alle 9. Da geht es nie nur um 1. Margarete, es gibt mehr als 9. Ich kenne nur die 9, aber wahrscheinlich gibt es mehr, ja. Ja, das ist ja nur, also wie viele Dimensionen gibt es, ja? Deswegen, also für mich fühlt es sich mehr an als 9. Ja, und es ist nur, dass man braucht irgendwie einen Begriff, damit wir jetzt noch drüber reden können, ne? So hätte ich es jetzt vielleicht. Ja, klar. Gesagt, weil sonst, so weiß schon jeder, das sind die 9-20s. Dankeschön. Gerne. Dann
danke für den coolen Call und danke für eure Fragen. Und wir haben, wann ist es, nächste Woche? Nächste Woche, 19. Jetzt muss ich selber meinen Kalender schauen. Da haben wir einen Conscious Force, Conscious Weiterkurs bei Rosemarie Manz und Diana Chahur. Diana kann halt leider nicht. Ja. Auch einen Kurs übersetzt. Und Elke Barz, genau. Wenn man das ein oder zwei Produkte hat. Ich krieg's nicht leise gestellt, sorry. Jetzt. Okay. Ja, einen der ersten Conscious Source Weiterkurse endlich wieder mal. Auf die mich ist so frei. Ja, das ist. Hört ihr mich überhaupt? Ja. Das ist einfach so schön, der Conscious Horse, Conscious Rider nächste Woche vom 18. und 19. Juli. Es findet in der Nähe von Bonn statt. Also auch nah vom Flughafen, sodass man auch von weiter her da gut hinkommen kann. Elke weiß mehr über den eigentlichen Ort, aber ich glaube, da freuen sich schon ganz viele Pferde auf uns. Das ist nämlich ein großer Reiterhof. Ja. Und ich habe gerade heute wieder gemerkt, wenn man nur ein Pferd auf einem Reiterhof, nur ein Pferd behandelt, wie entspannt wie sich der ganze Hof entspannt. Mhm. Ist einfach unglaublich. Ja, und was wir schon alles geklärt haben bei solchen Kursen, also für mich völlig unglaublich. Und es vergrößert einfach dieses, dass du dich selbst mehr kennenlernst und ja, auch das Empfangen. Der Hof, der liegt quasi im Bergischen Land, in der Nähe vom Köln-Bonner Flughafen. Also das heißt, man muss dann ein Stückchen fahren, aber das ist ja kein Problem, das kriegt man ja auch organisiert. Und ja, und es gibt da, glaube ich, schon Fahrgemeinschaften. Ja, ich wohne ja in Forstbach selber, also ich bin ganz nah am Köln-Bonner Flughafen und das lässt sich organisieren. Ja, ich habe jetzt auch schon mal rund gefragt für ein paar Pferde, die wir zur Verfügung kriegen. Es ist momentan, ich weiß nicht, ob es nächste Woche auch neu ist, haben wir den Nachtmodus. Das heißt, die Pferde gehen nachts auf die Wiese, sind tagsüber im Stall. Also dann können wir dann gucken. Also morgens um 11 kommen die rein. So 11 Uhr rum circa. Und schauen wir mal. Na, dann haben wir ja jede Menge Weiden frei, oder? Ja. Ja, und wir können auch lassen. Also wenn wir auf die Wiesen direkt drauf wollen, also wenn der Modus noch so wird, das kommt aufs Wetter an, ne? Dann müssen wir halt direkt früh rausgehen auf die Wiesen, auch in die Herde zu den Pferden. Also es gibt eine Stutenherde und eine Wallachherde. Es sind 20 Wallache auf der Wiese. Das ist riesig, eine riesige Wiese, also zieht euch feste Schuhe an. Ja, das ist man muss viel laufen dann. Und ansonsten sind sie im Stall und dann kann man sie rausholen und können dann auch kleine Stückchen gehen oder ins Raumfeld. Ich wollte noch eine Liste raushängen, aber mein Drucker funktioniert nicht. Ah. Ja, danke sehr. Danke, gerne, Ursula. Danke, Nina. Ja, dann freue ich mich auf euch. Wo auch immer, auf euch persönlich, auf die anderen vielleicht auch persönlich oder wo auch immer wir uns sehen. Danke sehr. Wird mal wieder Zeit, ne? Ja. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Margarete. Tschüss.